Nein, du hast eine Lichtschranke, sobald du durchfährst. Da kommt auch noch mal dazu. Da haben wir auch noch mal Lust gekriegt. Der fährt auch, glaube ich, schon zum sechsten Mal oder so. Wenn der losfährt, ist halt schon mit einer Eisenstange auf die Erde fallen. Ja, das ist halt das Getriebe mit der Kupplung. Ey. Das sind der Metallkupplung. Das ist geil. Ja, so hört es doch an. Ja, das ist halt mit das teuerste, was du kaufen kannst, ist aber auch genau das, was du brauchst, um die Leistung überhaupt auf den hinten raus oder auf den Asphalt zu kriegen. Ja. Weil eine normale Kupplung wird dann sagen, puff, Feierabend. Und dann hast du überall die Brocken liegen. Deswegen haben die ja so Kupplung, Sportkupplung oder Sintermetall ist halt das Beste, was du dann kriegen kannst. Das ist auch für richtig Leistung gedacht. Das wärst du dann auch nicht im Alltag, das ganze Knicken, ey. Ja, wird wahrscheinlich auch so. Guck mal, der ist doch gefahren. Ja, die letzten zwei schon. Jetzt fährt sie. Alter, lässt sie halt fahren. Und da kommen wahrscheinlich irgendwelche Fragen. Warum lässt du mich nicht fahren? Ich hab damit keine Probleme. Richtig, so ein Ziel treffen. Ja, das ist ja. Ja, fahr einfach so, wie du willst. Entweder fährst du ganz locker an oder du lässt schon mit ein bisschen Drehzahl dran. Das ist dir überlassen. Nee, ich fahr normal an. Vor allem, das macht dich auch wieder zu einer besseren Fahrerin, weil das sind Erfahrungswerte, die du sammelst. Nimmst du die ganze Zeit schon auf? Nein, natürlich nicht. So ich jetzt die ganze Vorab-Interview. Ja. Wie fühlen Sie sich? Damit kannst du fahren. Los! So, was ist mein Akku leer? Dann nimm mein. Dann nimm mein Handy jetzt schnell. Mein Gott. Ja, ist leer. Dein Handy ist leer. Oh mein Gott. Ja, hier. Sharon, schon aufgeregt? Also lad doch mal eine Runde. Aber ist okay. Weil du mit deinem mehr gewöhnt bist. Nee, und der macht auch so, wenn er drin ist. Wo? Der Schaltknüppel, der bewegt sich noch, obwohl der Gang schon